bleibt, wo er nur bleibt. Jetzt schlagt schon 8 Uhr. Und nicht kommt der Mann, nicht kommt er. Jesus! Dafür kommt da die Nachbarin daher spaziert. Die Giftgurgel, die ist mir gerade noch abgegangen. Ach, Angst und Bang kann einem werden. Muss man ja jeden Moment damit rechnen, dass die Gratulanten kommen und er nicht da. So eine Blamage. So, ist erlaubt. Ja, jetzt bist du schon da. Und einen Blumenstrauß hast du auch mitgebracht. Ja, man weiß doch, was sich gehört an einem 25-jährigen Dienstjubiläum. Da möchte man doch schließlich auch nachbarlich gratulieren. Ja, ja, ja. Wo ist er denn, der ehrengeachtete Jubilar? Vielleicht noch gar nicht aufgestanden? Nein, das wird ein Tag werden. Ja. Der Herr Bürgermeister wird kommen, der Herr Forstmeister, ja. Die Feuerwehrkapellen, etwa der Gesangverein. Ja, ja. Herr Förster Grube ist sowieso alle Tag da, ne? Ist der Bohnenkaffee schon gekocht? Riechen tue ich noch nichts? Na, die Kaffeevisite ist erst Nachmittag. Hey, du nimmst das aber genau. Also, Therese, jetzt rufe mal deinen Herrn Gemahl, dass ich ihm zu seinem Jubiläum gratulieren kann, dem Herrn Forstgehilfen Haverstock. Schlafzimmer kann ich doch nicht gut hineingehen, ne? Ja, er ist nicht da. Nicht da? Ja. So, wo ist er denn dann? Na, hm? Ja, er hat halt noch was im Dorf zu tun, ne? Im Dorf, ja, mhm. Was nicht sagst. Na ja, ist denn das so sonderbar? An seinem Ehrentag, in der Früh schon? Da ist er gar im Werktagsgewand weggegangen. Woher willst du denn das wissen? Na da, liegt doch sein Sonntagsanzug, ne? Also, Hansin, das Rumspionieren, das schickt sich nicht. Ja, wie blöd heulst du mich eigentlich, hm? Ich soll glauben, dass er an seinem Jubiläum im Arbeitsgewand ins Dorf gegangen ist. Das macht da jeder nach seinem Geschmack, verstanden? Ach, so ist recht. Bei euch kriegt man noch Grobheiten, wenn man zum Gratulieren kommt und fragt, wo der Herr Jubilar steckt. Dankeschön. Na ja, ich bin halt ein bisschen nervös. Das musst du doch verstehen. Jetzt nimm's nicht in übel und tu die Blumen her, damit sie in das Wasser kommen. Weißt du das Neueste schon? Ja, was Neues wie du, gewiss nicht. Heute Nacht hätte ihn gut einer einsteigen wollen. Ins Büro. Nein. Mhm. Ja, woher willst du das wissen? Vom Gärtner. Am Spalier ist der Einbrecher aufgeraxelt. Aber das ist gebrochen und er ist runtergefallen. So. Mhm. Na ja, da werde ich dann von meiner Lina schon Näheres hören. Natürlich, wo doch ihr Zimmer direkt neben dem Büro ist, ne? Ich muss schon sagen, rausgemacht hat sich eure Tochter. Mhm. A la Bonheur. Mhm. Jetzt ist sie sogar Buchhalterin am Gut, gell? Na ja, wir haben ja auch was lernen lassen. Hat Geld genug gekostet? Ja, wo es nur gerade hergekommen ist. Vom Sparen? Oder hast vielleicht gemeint, wir haben es gestohlen? Aber nein, wer sagt denn sowas? Ah. Na, dein Mikl hat sich sein Leben lang gearbeitet genug. Ja. Ich gönn ihm weiß Gott seinen Ehrentag. Hm. Aber sag mal, ist er vielleicht noch gar nicht heimkommen? Ja, was heißt denn das nicht heimkommen? Ich hab dir doch gesagt, dass er noch im Dorf zu tun hat. So, Teres, mir brauchst du das nicht erzählen. Ist doch bei Nacht und Nebel schon fort. Ah, red doch nicht so saudummes Zeug daher. Mir magst du nix vor, meine Liebe. Weißt du, ich hab heute Nacht schlecht geschlafen. Dann hab ich hinausgeschaut und hab ich zufällig gesehen, wie dein Michel am Gartenzahn aufgeschlichen ist. Mein Mann, geschlichen? Ha, da lacht ja eine Kuh. Ich hab noch keine Kuh lachen sehen. Aber dein Mann hab ich gesehen. Okay. War ja mondhell. Ach, das wird vielleicht der Förster gewesen sein, der Gruber. Der ist nachts immer unterwegs. Ach, der Förster Gruber, also nicht lachen. Ich würde von Gruber anderen von deinem Mann wegkennen. Therese, ich verstehe dich gar nicht. Dass du dir gar keine Sorgen machst, das könnte ihm doch was zugestoßen sein, ne? Horch, da quietscht er ja Hintertür.
Gott sei Dank, das wird jetzt sein, dein Michel. Ja, Malafitzneugier, was geht denn dich das überhaupt an? Es war doch deutlich genug zum Hören. Und von mir brauchst du es doch nicht wegleugnen. Könnt höchstens denken, da stimmt was nicht. Ja, vielleicht hat der Wind die Tür aufgedrückt. Ach, der Wind, das himmlische Kind. Ja. 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 Du musst mir gleich mit Armin kacken. Moin. Ich, David, Jetzt ist er da, dein Wind. Mhm. Er schaut ja gut aus, als wenn sie in der alten Sägemühle sämtliche Gatter geschwemmt hätte. Ja, Herrschaftszeiten, kümmere dich doch um deine Wirtschaft und spionier nicht immer bei anderen Leuten rum. Wirtschaft, sagst du, und spionierst? Ist ja wahr. Ich hab halt keinen Dreck in die Augen. Bitte schön, wenn ich dir schlecht bin, ich kann ja gehen, ne? Halt. Mein Blumenstrauß nehme ich wieder mit. Aber mein Vasen lass da, gell? Und dein Malzkaffeesuppen heute Nachmittag kannst selber saufen. Ja, lieber schon als wie mit dir. Du bist ja bekannt. Ja. Du Dorfratschen, du. Du Schierfaulige. Ja, man kann es nur noch sehen genug. Ja, voll davon. Oh. Ja, das ist der Michel. Michel! Michel! Du kannst schon rauskommen. Ist niemand mehr da. So, jetzt haben wir einen Trick im Schacht, oder nicht? Jetzt ist besser, verstehst du? Und schuld bist bloß du allein nicht. Wenn sie du was in den Kopf einsetzt, dann muss er gemacht werden. Weißt du, was man mit dir machen soll? Den Stock soll man nehmen und soll dir richten. Ja, mein Gott, Michel. Ja, wie schaust du denn aus? Barfuß und tropfnass. Die nasse Hosen hab ich ja schon ausgezogen, das siehst du. Das ist der Fluch von der Eva her, verstehst? Die hat angefangen mit dem Apfel. Und dann ist immer weitergegangen, dann sind sie immer geschleckiger geworden, diese Evastöchter. Dann wollten sie Bonbons und dann Schokolade und jetzt sogar noch Forellen. Also jetzt red doch gescheit. Wo hast denn deine Schuhe? Fort. Die Schuhe fort, die Ehre fort, die Stellung fort. Alles ist fort, nur wegen dir. 25 Jahre haben wir nichts zu Schulden kommen lassen. Erst neulich hat der Forstmeister gesagt, der Haberstock, das ist noch einer von der alten Schule. Jetzt bin ich ein Spitzbuben. Mein Gott, jetzt heult das Mannsbild auch noch. Erzähl doch lieber, was war denn eigentlich? Da fragt ihr noch, was war denn noch? Die halbe der Nacht bist mir in die Ohren gegangen. Du hast doch zu mir gesagt, geh unter in den Rittenbach und hol dir ein paar Forellen. Ja. Was ist dabei? Hast du gesagt, wenn du Mittag zu deinem Jubiläum Forellen hast? Ja. Hast du das nicht gesagt? Ja. Ja, wo hast du denn deine Forellen? Wo hast du denn? 25 Jahre lang habe ich kein Staubkörnchen fremdes Eigentum angerührt. Und jetzt auf meine alten Tage muss ich noch... Ja, jetzt musst du vor allem einmal umziehen, bevor die Gratulanten kommen. Jetzt sitzt die Inke mal... Jesus, was ist denn? Um Gottes Willen, was hast du denn? Oh. Ja, was ist denn? Angeschossen bin ich. Was? Angeschossen? Ich habe eine ganze Ladung Schrot im Hinterquartier. Okay, Michel, du fantasierst ja. Ja, wer sollte denn angeschossen haben? Du fährst der Gruber. Um Gottes Willen, der Gruber? Ja, jetzt zieh dich nur gleich um. Wenn der kommt, dann tät ich ja so sehen, wie es da ausschaut. Oh, das brennt, sag ich, da hast du gehört. Und so schön hat er mich getroffen. Jesus, ich bin gleich so aufgeregt. Und frieren wird's mir wieder nach dem Schullehrer. Ja. Sag einmal, hat er dich kennt? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er meine Schuhe kennt. Ja, warum? Hat er die gefunden? Wahrscheinlich. Ja, um Gottes Willen. Oh, brennt die. Ah! Oh! Nutzt du doch nicht das so. Bist denn du verrückt? Das Na ja, dann musst halt selber da was dazu weh, tun. Wie weh das tut. Ja. Na, das brennt ja bei jeder Komm, Bewegung. Komm, jetzt lass doch halt helfen. Na! Das machen wir selber. Du darfst nicht hinkommen. Ah! Ah! Du mal streng fährt, du mal streng fährt. Ja, sowas. Oh, tut das weh.
So. Fuß her. Komm. Da. Du, die Häschen! Das ist süßes da. Gib doch rüber. Du bist der Narr. Entschuldige, ja, mein. Du darfst entschuldigen, sonst. Aber alle dran denken, gell? Was ist mit der Hansin? Die hat dich gesehen, wie du fort bist. So ist recht. Ja. Ihr rascht aus diesem ganzen Dorf umeinander, verstehst du? Ich sag ja, na. Die Stellung hinter Name hin, dahinter ist auch hin. Na. Ja, jetzt wein nicht. Ja, das ist ja, bist du erzähl du dich. Lieber, warum bist du so lang nicht heimgekommen? Wenn ich doch am Bachrand hab liegen müssen am Bauch. Ja, warum denn? Da, weil ich hinten nicht liegen hab können. Warum fragst du noch nicht? Ah, reiß ja. Nicht so umeinander. So ist nochmal zu her. Ja. Oh, verrecke du das weh. Oh. So. Ja, also jetzt erzähl weiter. Warum bist du denn da so lang drin? Ja, weil ich gemeint habe, dass ich doch noch zu meinen Schuhen komme, nicht? Ich hab's doch ausziehen müssen, wie ich in Redenbach noch nicht gestiegen bin. Dann hast du es nicht mehr gekriegt. Na, wenn doch der Gruber im Dickicht drin auf mich geauert hat, nicht? Nein. Ob ich die Schuhe nicht wiederhole. Ja, und dann? Und dann wird sie ja mitgenommen haben, wahrscheinlich. Ich habe nicht mehr so lange warten können, es ist ja schon Tag geworden. Oh. So, Schluck hinein. Ist drin. Ja, und erzähl weiter, und dann? Und dann fragt sie mich, dann bin ich heute im Bach runtergeschwommen, in den Hundstapper, nicht? Verstehst? Bis zu der Wiesen vom Peter. Und über die Wiesen bin ich dann so nie gerubbt. Dabei hat er gestern erst gurgelt. Ah, drum. Alles auf dem Bauch, verstehst? Wie ein Wurm bei jeder Bewegung hätte ich schreien können. Nein, das ist ja ein Morgsell und kein Förster. Aha. Auf einen lebendigen Menschen schießen und noch dazu auf einen künftigen Schwiegervater. Ja, sie als Schwiegervater, mein Lieber, der sucht sich als Beamter einen anderen Schwiegervater. Kein solchen, der wo ein Spitzbub ist, nicht? Jetzt haben wir das Glück vom Mädel auch noch zerstört. Und schuld bist du! Du Verräter, du! Potifar, du! Na ja, jetzt fang dich nur wieder. Ich kann ja nicht wissen, dass du so saudum anstehst. Ja, saudum anstehst. Red doch nicht daher, ich hätte nicht aus dem Bach rauskommen sollen, ohne dass mich wer sieht. Na ja. Hätte ja Unterseeboot gebraucht. Ach, geht ums Geschwätz. Besser schauen? Ja, schauen. Schauen, sagst du, wenn sie dir von hinten an mich herangeschlichen hat. Kann ich doch nicht schauen. Ich habe hinten keine Augen. Andere stehen auch und werden nicht erwischt. Ja, ich habe ein ganz Schick zur Lamperei. Mein Leben lang, ehrlich. Ja. Wird schon nicht so nah daherkommen, seid ja. Ein bisschen schrot. Ich habe manchmal ein Gemüt wie ein Metzgerhund. Ja. Ich glaub schon, dass es kein Vergnügen ist, aber ich kenne dich doch. Wenn dir was fehlt, du übertreibst doch immer. Ich übertreib. Psst, Michel, was? Da kommt unser Lina. So ist recht. Also ich schäme mich in Grund und Boden. Ich kann mit dem Mädel nicht einmal in die Augen schauen. Ich gehe mein Schlafkammer raus. Was soll ich denn sagen? Es ist mir wurscht, dass die Suppe mein Blut, der Löffel ist auch aus. Mein Gott. Wenn das noch gut ausgeht. Guten Morgen, Mutter. Ja, guten Morgen, Lina. Ich habe mir heute freigenommen wegen dem Vater seinem Jubiläum. Das ist nett. Wo ist er denn? Er ist nicht da. So. Ja, du, ich habe mir draußen schon eingebildet, ich hätte euch zwei reden gehört. So? Ja, weißt du, er ist mit dem Anziehen nicht fertig. Ach so, okay, warum sagst du das nicht gleich? Vater! Vater! Geh, komm doch raus, wegen mir brauchst du doch nicht Toilette machen. Ja, also Lienerli. Lienerli ist da, ja, so eine Überraschung. Als erste gratulieren. Aber okay, geht, das brauchst du nicht, Lienerli. Ja, Freilich, das wäre noch schöner. Also, Vater, ich gratuliere dir von Herzen zu deinem Dienstjubiläum. Ja. Ich bin zwar recht stolz auf dich. Hm? Auf dem Gut sagen sie einmal, der Haberstock, der ist heute in Ordnung. Bei dem stimmt's hinten und vorn. Ja, hin stimmt's nimmer. Und das dein Humor balzt, gell? Ja. Und bleib halt weiter so gesund. Ja, gesund bleiben und Humor. Und du, ich freue mich so früh, ich muss dir direkt einen Puzzle geben. Was hast denn? Die Freude ist das, ja. Und dass ich nicht mit leeren Händen komme, der
bring ich dir eine Flasche Enzian. Ah, aber geh, Lina. Die innere Erwärmung. Die ist schon weg. Und da schenke ich dir eine Wolldecken. Die ist nachher für die äußere Erwärmung, wenn du den Nachmittag schlafen machst. Aber Lina, die ist schön flauschig. Echt Kamelhaar? Ja, dann passt zu mir. Ach, Linerle, mei. Du bist aber gespassig heute. So betrügt? Ist was? Na, der tut nur so. Der Herr Wehleidig. Die ist aber wirklich schön, die Decken. Hast du eine Gehaltszulage gekriegt? Da brauche ich doch keine Zulage. Ihr habt mich doch sparsam und ehrlich erzogen. Ja, dich schon, Linerle, dich schon. Du redst mir nicht aus, dass du was hast. Na, ich kenn dich doch. Nein. Ist er nicht gut? Doch, doch, ja. Ja, warum stehst du denn dann so verloren rum? Setzen wir uns doch. Nein. Das kann ich nicht. Du kannst nicht, warum? Nein. Ja, ein Dings hat er halt, einen Hexenschuss. Einen Schuss habe ich, ja. Ach so, ja. Ja, warum macht's denn das so geheimnisvoll? Das ist doch keine Schande. Ja. Ja, der Hexenschuss nicht. Du, soll ich einen Doktor holen? Nein, er braucht nicht alles. Nein, mach keinen Doktor. Ja, du, vielleicht sollte man dich aber mit dem Balsam einreimen. Du, ich hab ihn gut drin, ich brauch nur bloß holen. Nein, nix reim. Das vergeht schon wieder. Ich mach das Geschmier nicht. Du bist aber komisch heute. Na ja, lass ihm halt seinen Kopf. Er ist halt ein bisschen durcheinander, gell? Ja. Ja, was ich dich fragen wollte, Lina, sag mal, wie steht's denn eigentlich mit dem Förster Gruber? Hat er da schon einen Antrag gemacht? Ja, er schon, aber ich hab vorhin noch nicht ja gesagt. Ja, geh Madl, versündige dich nicht. Das ist ein Beamter. Da kriegst du mal eine schöne Witwenpension. Warum schaut der so aus, wie wenn er gleich nach der Hochzeit ins Gras beißen müsste? Naja, das nicht. Man sagt halt so. Und dann ist er ein Vorgesetzter und kann dein Vater protestieren? Ach, protestieren meinst du? Gut, das braucht's doch gar nicht. Der Förster Gruber und der Forstmeister Link, die wissen alle zwei ganz genau, was sie am Vater haben. Ja. Die wissen schon, die wissen schon. Ich sag dir was ins Ohr, dass der Vater nicht hört. Kriegt heute einen Titel? Nein! So eine Überraschung! Nein, Vater, ist so schlimm! Ist noch schlimmer. Na du, dann laufe ich doch schnell um den Balsam. Hört mal, was ist denn da für Musik? Hör doch mit deiner Malefizwuselerei auf, dass man was hört. Die Feuerwehrkapelle! Vater, das ist eine Ehrung für mich! Jetzt reiß die zusammen, Haberstock! Jetzt schwenkt schon das Haus ein! Sie muss natürlich auch dabei sein. Morgen, wenn es erlaubt ist, komme ich gleich rein. Ist schon recht. Ja. Ich lasse mich nicht sehen, die Feuerwehr soll wieder abmarschieren. Vater, das geht doch nicht. Das geht schon von mir, da sagt sie was alles. Das ist mir geil. Ja. Hochverehrter Jubilar! 25 Jahre im Holstraus, das ist ja schon ein ganz beachtlich. Ja, wo ist er denn eigentlich, der Miche? Er ist noch nicht parat. Ja. Ein Hexenschuss hat er. Ja, leider. Ja. Ich muss jetzt gerade Medizin holen zum Einreimen. Und der Vater, lass bitten, ihr sollt ihn halt entschuldigen. Ja. In einer halben Stunde ist gewiss soweit. Ja, so ein Pech. Natürlich kommen wir dann in einer halben Stunde wieder. Ja, sei so gut, Bergmeier. Und sagst ihm dabei, ich lasse ihm gute Besserung wünschen. Ja, danke schön. So, jetzt hat er auf einmal einen Hexenschuss. Hat er den aus dem Dorf gebracht? Ich denke, dass der Jubilar verhindert ist, weil ihm die Hexe eingeschossen ist. Und folgendessen, das Jubiläum erst in einer halben Stunde angeht, Stillstand! Recht! Marsch! Ja, ist mir ausgekommen. Ah, das tut mir aber leid. So. Ja, geh jetzt schnell um den Balsam holen, gell? Ja, ich bin gleich wieder da. Ja. Michel!
kannst schon rauskommen, alle sind weg. Ja, sie ist das Jubiläum auch noch verdorben, nicht? Es ist jetzt erst der Anfang. So geht's halt den ganzen Tag zu. Ja, und alles wegen deiner Wehleidigkeit. Wegen lumpigen Nein Schrot. Oh, Nein Schrot, das waren mindestens 2 Dutzend. Ach geh, schau doch selber her. Was? 5 Lächerl auf der linken Seite und 4 auf der rechten. Ja. Ein Glück, dass ich da den Flecken aufgenäht hab. Das hat doch ein bisschen bremst, sonst war's noch tiefer reingegangen. Ja, hat's ja so auch schon gereicht. Ja, einen Panzer kann ich da nicht einnehmen. Da kommt denn jetzt schon wieder aufs Haus zu. Gottes Willen, der Förster Gruber. Gib die Hosen her. Nein, alles ist so nass. Da kommt man gerade noch recht her. Morgen, mein Hand. Morgen, guten Morgen, Herr Förster. Herr Förster. So. Also die Ehrenperson und ganz allein mit der Gemahlin, da komme ich gerade recht, hä? Ja. Also ich habe noch nie so von Herzen gratuliert wie gerade unserem alten, braven Hauberstück. Okay. Alles Gute. Nicht so viel, nicht so viel. Hä? Nicht so viel eher. Ach so. Ja, da dankt man halt recht schön, Herr Förster. Ja, bitte. Was haben Sie denn da für ein Pflaster am Kopf? Ach, das ist nicht der Rede wert. An einem Schrankeck habe ich mir aufgeschlagen. Das ist recht. Was? Das ist recht unangenehm. Ja, ja. Also, Haberstock, zum Dank und als Präsent bringe ich Ihnen, weil Sie schon so viele Gefälligkeiten für mich gemacht haben, eine Kleinigkeit mit. Aber okay. Ja, schauen Sie her. Das Pfeiferl. Ah, schön. Ja, den Kopf habe ich extra bestellt. Schauen Sie, ein Rehbock geht zur Tränke. Ein Hirsch wäre besser. Es schaut fast so aus, gell, wie ein Forellenbach im Rötengrund. Hä? Das ist gemein. Was haben Sie? Ja, das ist gut gemeint, meine ich. Ja, ja. Das gehört Ihnen jetzt. Ja, schau her. Und da habe ich noch ein Backerl Grillschnitt. Den Sie ja dann daheim rauchen und dafür seine Hausmarke draußen im Holz dampfen, damit die Fichtenspanner kaputt gehen. Ja, dann sage ich halt, vergeht's gut, Herr Förster. Ja, nichts zu danken. Aber so. Warum stehen Sie denn rum? Wir haben bestellt und nicht abgeholt. Setzen wir uns ein bisschen, hä? Nein, das geht nicht. Wieso, was? Nein, das geht nicht. Vor einem Vorgesetzten da. Ja, was, da kann ich Witz haben, ich das ist doch... Au! Was hat er denn? Ja, ein Hexenschuss hat er sich zugezogen. Ausgerechnet im warmen Bett, heute in der Früh um 3:30. Das ist aber fad, was? Ja. Gerade heute. Tut mir viel leid, Haberstock. Ja, und mir erst. Ja. Mensch, nicht der Stamperl Enzian trinken, Herr Förster, hätten wir gerade recht einen guten. Ja, ja, ich bin nicht abgeneigt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Sind Sie ja frei? Das ist ein Jubiläumsgeschenk. Ja? Mhm. Ah, da werden halt noch mehr kommen. Ja, hab schon ein paar gehabt. So, bitte. So. Den Haberstock auch einen? Sie trinken doch mit, nicht? Ja, ich weiß nicht, oder? Okay, wenn Sie schon im Stehen feiern müssen. Ja. Und vor allem vertreibt er das den Hexenschuss viel eher. So. Als dann Prost. Ja, dann Prost. Also, auf weitere gute Zusammenarbeit. Wie? Ach so, ja, ja. Ja, er ist recht brav. Oh, der ist stark. Was haben Sie denn, Frau Haberstock? Was schauen Sie nicht mehr dann über? Ja, ich wundere mich gerade, was Sie da für alte, dreckige Stiefel mitgebracht haben. Ach so, die? Ja, die sind freilich dreckig. Darum habe ich sie auch gleich beim Eingang abgestellt. Die habe ich heute in der Früh einem Spitzbuben abgenommen. Hoppla! Haben Sie ihn gekannt? Nein, dazu war es noch zu finster. So. Aber einen Denkzettel habe ich ihm aufbrennt. Ja? Eine Patrone Simmerschrot und das reicht, gell, Haberstock? Das reicht, ja. Da kommt unser Lienerl wieder. Ach, ich wollte zuerst schon fragen. Guten Morgen, Lienerl. Guten Morgen, Herr Förster. Oh, Herr Förster. Warum so förmlich? Vielleicht, weil mir Ihre Frisur nicht gefällt, Ihre neue. Das Pflaster gehört wohl dazu. Ja, mei, ich halte es für kein Verbrechen, wenn man sich an einem Schrankeck aufschlagt. Aber bitte, wenn es beliebt, kann ich auch Freund Haberstock sagen. Darf man fragen, Freund Haberstock, wie es auf dem Gut geht? Geht gut. Dank der Nachfrage. Ein Tag wie der andere. Ja. Höchstens, dass zur Abwechslung einmal ein Garnes Einsteigen probiert. Ja, ist wirklich wahr, Lienerl. Du, die Hansin hat davon erzählt. Habt's ihn erwischt? Nein, noch nicht. Aber wie natürlich einer so dumm ist und verliert was. Also Leute gibt's heutzutage. Ja. Die liebe Ehrlichkeit, die gilt schon gar nicht mehr, gell? Oh, Vater. Na, heute vertragst du den Enzian aber gar nicht, den Enzian schon.
Du Mutter, warum stehen denn die dreckigen Schuhe da mitten im Zimmer herin? Na, das ist ja eine seltene Festdekoration. Soll ich es nachstellen? Ja, die habe ich mitgebracht. Entschuldigen, schon für den Hauerstock. Sie? Am Vater seine Waldschuhe? Was nicht gar, die hab doch ich heute in der Früh einen Fischtipp abgenommen. Am Vater seine Schuhe? Okay. Ich weiß gar nicht, was die mal hast, Madel. Der Herr Förster wird schon wissen, wo er die Schuhe her hat. Ja. Was, das soll nicht am Vater sein? Aber geht der Haberstock, wird doch die seinen am besten kennen, oder sind sie es vielleicht? Ich kenn's auf dem Fleck. Was? Dass sie es nicht sind. Ach so. Na also. Na, aber Sie haben schon recht, Lina. Verzeihung, Freund Haberstock. Eine Festdekoration sind die nicht. Ich stell's bald hinter dir hinaus, gell? Sag einmal, was soll denn das bedeuten? Am Vater seine Schuhe hätte er am Fischstieb abgenommen. Was soll denn da verduscht werden? Frag deine Mutter. Ist an allem schuld. Jetzt hör auf mit der Sprache. Was bedeutet das? Ja, also schau, Linerl. Euer Verwalter am Gut, gell? Der hat doch einen Lohn und ein Deputat. Also eine ganz schöne Zuteilung an Naturalien. Jeder Knecht hat einen Lohn und eine Zuteilung. Warum soll sie denn dann vor das Kilf nicht auch einmal eine Zuteilung holen? Ach so, du meinst vielleicht gestohlene Forellen? Also Lina, du darfst mir glauben, ich habe mir 25 Jahre hab mir nichts zu Schulden kommen lassen. Hm? Schuldig Sie, diese Forellen, Eva, diese Boden. Ja, schmeiß doch am Marktplatz aus, lass doch diesen Gemeindediener ausleiten, Michel Sau Thomas. Also so ist das. Hat der Gruber einen Verdacht? Weiß nicht. Wenn nur die Schuhe nicht wären. So, ist er rausgestellt. Sie müssen nämlich wissen, Frau Haberstock, die Stehlerei im Forst nimmt ja unglaubliche Dimensionen an. Na ja. Ja, ja, die schönsten Beine werden umgehaut, Schlingen findet man und die größten Forellen holen sie aus dem Rüttenbach raus. Stimmt's, Haberstock? Ja, die Kleinen erwischen wir so schwer. Müssen nicht nur ein Stamperl entziehen, Herr Förster, gesetzen wir uns doch wieder. Bin so frei. Du machst sicher auch einen Linerl, ja, gell? Ja, und für den Haberstock so. Auch einen, der ist ja die Hauptperson ja, heute. Natürlich. Ach, heute geht's mir aber gut. Jetzt habe ich schon so viel gekriegt. Ja? Prost, Haberstock. Also, wie war jetzt das? Was? Mit dem Fischdieb heute früh. Es ist doch nicht so wichtig, das. Ja, ja, doch, das ist schon wichtig, ja. Also, gestern auf die Nacht, nicht, war da ist ein bisschen später geworden, nicht? Im goldenen Ochsen, wie na gewöhnlich. Ja. Soll ja eine hübsche Kellnerin da sein. Na ja, tut schon, tut schon. Also, wie ich nach der Polizeistunde rauskomme, nicht, denke ich mir, gehst gar nicht mehr ins Bett, das rentiert sich nicht mehr, sondern bin gleich ins Revier ausgegangen. Direkt oder auf dem Umweg? Was? Ach so, ja, ja, mein Gewehr habe ich noch geholt, ja. Ja, und ein Pflaster aufs Hirn aufgebappt. Ja, ja, weil mein Gewehr steht hinterm Schrank, ja. Also ich bin gleich ins Revier ausgegangen. Vielleicht denke ich mir, der wischt halt nur so einen Lombazi, nicht? Das war der gute Gedanke. Ja. Lange Zeit hat es überhaupt nichts gerührt, aber wie ich in der Früh um 4 Uhr sowas im Rötengrund aufpirsch, patscht da was im Wasser daher. Ein Bisam oder ein Otter? Na, Mordstromans bitte was? Nein. Ja, ja. Patscht unter die Uferbüsche so daher, schnauft dabei wie eine Wildsau. Langt mit einem Arm da in ein Wasserloch rein und dann dort wieder. Und fischt Forellen aus dem Bach raus. Jawohl. Das heißt, der Wischka wird noch keine gehabt, aber wollen. Und hinten auf seiner Hosen, nicht, da war so ein schöner blauer Fleck drauf genäht. Wie ein Scheiben hat es ausgeschaut. Und wie er mir die wieder einmal so schön braul hergestreckt hat, die Scheiben, hab ich mir nicht drauf brennt. Das hab ich gespürt. Was? Das hat er gespürt. Ja, das hat er gespürt, ja. Na, jetzt hört aber der Spaß auf, Herr Förster. Aber geh auf gute 80 Schritt mit Siemenschrot, das darf ja einen Hasen bloß ankratzen. Kann ich sagen, wie ein Frosch ist der in die Herkunft und davor war er. Auf einen Mitmenschen schießen und nicht einmal in Notwehr, das ist ja furchtbar. Also, Haberstock, jetzt müssen Sie mir helfen. Wie, wieso? Haben Sie nicht immer gesagt, es muss endlich einmal wieder eine Ordnung werden im Forst? Haben Sie mir nicht selber gerade so nur herzhaft draufblitzen auf die Lumpen? Haben Sie nicht selber gesagt, wer keinen Siemerschrob vertragt, hat nichts zu suchen im Forst? Hm? Hat er gesagt? Hab ich gesagt, ja. Jawohl. Ich hör's noch gut, wie Sie es gesagt haben. So eine kleine Ladung, die zwickt vielleicht zuerst ein bisschen, aber dann eitern die Schrotkernerl genauso raus und dann heilt's zu wie bei Spitzplatten. Haben Sie gesagt? Hast du gesagt? Hab ich gesagt, ja.
hat er gesagt, der Hirsch. Heute sag ich das nicht mehr. Ja, also gesagt ja. Hingesagt her. Als Förster sollte man doch wissen, ein einzig Schrot ins Auge und so ein Mensch ist sein Leben lang unglücklich. Na, da, wo ich hinzielt habe, hat der Mensch kein Auge. Nicht einmal ein Hühnerauge. Ja, und haben Sie gar keine Vermutung, wer der Mann gewesen sein könnte? Nein, bis jetzt noch nicht, aber ich habe seine Schuhe. Ah ja, die hat in der großen Weiden fürs Deck gehabt. Ich kann euch sagen, 2 Stunden lang habe ich auf den Burschen gelauert. 2,5. Und gekommen ist er nicht. Nein. Ich sage Ihnen was, Haberstock. Durch die Schuhe wird er nämlich identifiziert. Was, infiziert? Nein. Nein, so kommt er auf, ja. Meint der Herr Gruber. Ach so. Ach so schnell nicht. Da bleibt oft was im Wald draußen stehen. Ein Bärenhaferl oder ein Taschen, nicht? Zumal, wenn die Urlauber da sind. So alte Schuh hat kein Urlauber. Nein, nein, da gibt's nichts. Und außerdem zeige ich die Schuhe unserem Schuster, der kennt die ganz bestimmt. Ja, was tropft denn da von der Bank, Frau Haberstock? Wir sollten's aber aufhängen da. Alte Hosen. Und hinter blauer Fleck drauf. Ja, gehört die vielleicht dem Haberstock? Ja, ich hab's gerade vorhin rausgewaschen. Ja, aber schlecht. Da kleben noch die ganzen Fichtennadeln dran. Löcher sind auch hinten drin. Ja, Leid, was macht's denn hier für Sachen? Da darf ich's einmal sehen? Bitte? So, Mutter, du nimmst jetzt die Hosen und hängst es am Boden auf und ihr lasst mich jetzt mit dem Herrn Gruber allein. Ja. Ist doch mal einfach ein Haberstock, ich bin Forstbeamter. Ja, komm, Michel, geh mal, ich häng da bald die Hosen auf. Am liebsten hätte ich mich dazu hängen. Haberstock! Hm? Für den Hexenschuss mit dem Schrot Nummer 7, da hilft am besten ein kaltes Sitzbad. Danke, Herr Fürsten. Anderl, glauben Sie wirklich? Ah, sei Sie auf einmal wieder Anderl. Das ist aber nichts gehört wie Herr Förster und Herr Gruber. Glauben Sie wirklich, dass der Vater wegen die Bar Fisch... Glauben Sie wirklich? Ich meine, die Indizien beweisen es doch lückenlos. Die Schuhe und dann die Hosen mit dem blauen Fleck drauf und die Einschüsse hinten drin. Ah, Indizien? Ja. Da könnten wir auch das Loch in Ihrem Kopf verdächtigen, nicht wahr? Wieso? Ja, heute Nacht ist doch einer vom Weinspalier am Gut runtergefallen. Vielleicht waren ihm die Trauben zu sauer. Oder zu hoch. Also wenn Sie mich schon verdächtigen, Frau Haberstock, trauen Sie mir zu, dass ich im Gut einbrich? Nein, natürlich nicht. Hinter dem Fenster am Spalier, da steht ja bloß so alte Schreibmaschine und ein paar Geschäftsbücher. So. Ich meine, na also, nicht? Mhm. Bitte. Ja, aber bei dem Kletterbürschel war es gar nicht so sehr ums Einbrechen zu tun. Sondern? Der wollte einen alten Brauch wieder aufleben lassen. Das Fenster. So. Bei der alten Schreibmaschine. Nein, der hat ja bloß falsche Fenster erwischt. Der hat ja gar nicht die Buchhaltung beehren wollen, sondern die Buchhalterin. Die schlaft nämlich gleich daneben. Daneben? So ein Trottel. Ja, wirklich. Pass auf, Linerl. Ich darf doch Linerl sagen. Ja, ich hab ja auch Anderl gesagt. Waren wir nicht sogar schon mal per Du? Freilich, beim letzten Maitanz. War schön, gell? Mhm. Pass auf, Linerl, schau. Jeder Mensch macht doch einmal eine Dummheit, nicht? Der eine möchte seiner Eva Forellen holen und der andere möchte eben seine Eva durchs Kammerfenster besuchen. Hast du schon irgendeinen bestimmten Verdacht? Ja, ich habe nämlich seinen Hut gefunden. Den hat er im Spalier hängen lassen. So, du hast den? Ja, da in meiner Tasche. Ist gelungen, ja. Das, wie schaut denn der aus? So? Grün. Grün, ja, Försterhut, ja. Ja, Försterhut. Tatsächlich, ja. Ja, schau her. Du, Buchstaben sind auch drin. Ach, das ist nicht wichtig. Ja, da zum Beispiel A, G. Das könnte doch direkt Andreas Gruber heißen. Auch, ja. Darf ich mal probieren, ja? Du schau her, der passt mir wie angegossen. Man soll's nicht glauben. Ja. Linerl, was steht denn der Hut kosten so ungefähr? Den verkaufe ich nicht. Mir auch nicht? Nein. Höchstens, dass ich ihn einmal vertausche.
Bitte, das ist eine ganz gute Idee. Ich gebe dir dann dafür die alten Schuhe, die ich im Rötengrund gefunden habe. Einverstanden? Unter einer Bedingung, dass nie wieder einer bei mir das Fenster probiert. Nie. Ich warte jetzt immer gleich rund vor der Haustür, weil der Spalier so schwach ist. Du, ich habe aber auch eine Bedingung, dass nie wieder jemand auf Forellen fangen geht. Einverstanden. Geh zu mir. Halt, erst ein Gegenwert. Ja, gern, Linel. Ich meine doch den greifbaren Gegenwert. Ach so, die Schuhe. Ja. Die hol ich dir gleich rein im Moment. Vater, Mutter, seid's da? Ja. Ja, gekommen Sie rein. Gott sei Dank, es ist alles wieder in Ordnung. Ja, hast du es wieder gekriegt, Mara? Ja. Und es erfährt niemand was. Reine Familienangelegenheit. Ah. Siehst du, Haberstock, was ich immer sag, die Bildung ist schon was wert. Das Madel ist 10-mal gerissener wie mir. Wenn es gegen Menschen Herzen was hätte, wär's mir lieber. Ja, mei, einen Balsam hätte ich schon da, aber der, der ist ja doch gegen einen richtigen Hexenschuss. Ach so, ja. So, da sind die Verräter. Von Amts wegen sind sie mir vollkommen unbekannt. Geht's gut, Herr Gruber. Geht's gut, Linda. Was ist denn das? Ach, der ist der alter Hut. Aha. Na, da schaut's aus, da kommt der Forstmeister Lind zum Gratulieren. Jesus, der Herr Forstmeister, na schmeiße die Schuhe gleich wieder hinten raus, sonst fängt der auch noch mit der Frauerei an. Frau Haberstock, nimm es doch meinen Hut auf, bitte mit. Danke. So, Haberstock, geh, und jetzt heißt es einen Hexenschuss verbeißen. Sonst meint der Forstmeister, die Ehrung macht einer keine Freude. Ja, und überleg dir ein bisschen Antwort, Vater, nicht, dass du recht rumstotterst. Ja. Was war jetzt das? Scheinbar hat Mutter auch geschrien. Ach, okay. Was ist denn? Was ist denn? Hast du dir einen Finger nicht zwickt? Ich? Wieso? Ja, du hast doch gerade auch geschrien. Freilich? Nein, ich nicht. Aber ich hab's auch gehört. Gerade wie ich die Schuhe bei der Hintertür nachschmeiß. Aber ich hab mich gar nicht weiter umgeschaut. Ja. Mhm. Ja. Grüß Gott, Bernd. Grüß Gott, Herr Forstmeister. Herr Forstmeister. Ja, da schon, der Herr Gruber ist auch schon da. Ah, zufällig. Gut. Herr Forstmeister. Mein lieber Haberstock, es ist mir eine Ehre und eine Freude, Ihnen im Namen der Forstverwaltung zu Ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum von ganzem Herzen Glück zu wünschen. Ihre Arbeit ist wahrhafter Dienst am Staat gewesen. Ausgezeichnet, nicht zuletzt durch eine vorbildliche Treue und durch eine kaum zu überbietende Ehrlichkeit im Großen wie im Kleinsten. Solche Männer brauchen wir, Haberstock. Und wenn jeder Beamte so denkt und handelt, dann kann es im Staat nicht fehlen. Für Ihre Verdienste dankt Ihnen heute die Forstverwaltung durch die Verleihung des Dienstprädikats Oberforstgehilfe. Hier ist die Urkunde, mein lieber Haberstock. Nein, so schön und so feierlich. Herrgott Haberstock, red halt auch was. Ja, dann sag ich halt auch so viel. Das Mannsbild ist so maulfaul. Also, Herr Forstmeister, an die schöne Rede, da werden wir denken. Und mein Haberstock, der weiß schon, was sie gehört. Der hat schon so manchen Vorgesetzten ein Gramm. Was? Ja, und wenn es bei Ihnen auch einmal so weit ist, also da können Sie auf ihn zählen. Das ist zwar ein sehr tröstlicher Gedanke und ich zweifle auch gar nicht an seinem guten Willen, aber in der Angelegenheit möchte ich ihn vorläufig lieber noch nicht bemühen. Wollen Sie den Platz nehmen, Herr Forstmeister? Ja, Haberstock, okay. Sie müssen entschuldigen, aber ich habe selber Besuch daheim. Aber dann werden Sie wenigstens im Stehen ein Stamperl mit uns trinken, ja? Das sage ich nicht, nein, das tue ich gern. Habe ich geschenkt dir. So, von wem denn? Von Linel. So. Ah, da schon her. Wohl bekomm's. Also, Haberstock, auf weitere gute Arbeit und Dienstleistung. Prost. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich über Sie, mein lieber Haberstock. No, was ist denn? Was haben Sie denn? Brennt der Schnaps oder sowas? Na, brennen tut die. Der Hexenschuss. Ausgerechnet heute hat er sich einen Hexenschuss zugezogen. Oh, das ist aber unangenehm. Ja. Sehr unangenehm. Ja. Aber ich sage Ihnen, Haberstock, immer noch besser ein Hexenschuss als ein Schrotschuss. Ja. Wie kommen Sie da drauf? Ja, da kann ich ein Lied davon singen. Erinnern Sie sich nicht mehr vor ungefähr 5 Jahren? Da hat mich doch so ein verflixter Sonntagsjäger bei einer Treibjagd erwischt. Und ausgerechnet ins verlängerte Rückenende. Oh,
Sieh, ich kann Ihnen sagen, tagelang nicht sitzen können und immer nur am Bauch liegen. Ha, oh, pfui Teufel. Ja, pfui Teufel, kann man sagen. Ja, waren das bei Ihnen auch Simnerschrot? Wieso auch? Ja, die hat man doch meistens. Ja, aber die nimmt man doch bloß zur Hühnerjagd, Haberstock. Was haben jetzt Sie dagegen getan, Herr Forstmeister? Na ja, der Doktor hat mal die Schrotkügel mit der Pinzette rausgezogen. So. Mit der Pinz was? Mit einer Pinzette. Das haben Sie doch sicher mal gesehen. Das ist so ein kleines Zangerl, das vorn zugespitzt ist, mit dem man Fremdkörper aus der Haut rauszieht. Mhm. Aber, Haberstock, gegen Ihren Hexenschuss, da rate ich Ihnen zu warmen Umschlägen. Ja. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen also gute Besserung. Dankeschön. Und auf Wiedersehen zusammen. Also bleib ich wirklich nicht da, nicht ein bisschen hinsetzen. Frau Haberstock, es tut mir furchtbar leid, aber wie gesagt, ich habe selber Hausherrnpflichten. Ich glaube, der Herr Förster Gruber wird mich ja würdig vertreten bei der kleinen Familienfeier, was? Wird gemacht, Herr Forstmeister. Vorausgesetzt natürlich, dass das Fräulein Lina damit einverstanden ist. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube auch. Ja, meine Herrschaften, ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich empfehlen. Ja. Meine Frau wartet schon. Gut, Herres, längst wieder einmal ein paar Stiefel hinten ausschmeißen. Und dann schaust du erst, ob kein Kopf im Weg ist. Wirft mich die glatt K.O. Ah, die hat vorher geschrien. Ja, bist jetzt du nicht stark. Hm? Ah, das ist wohl schon der erste Familienbesuch, was? Ja, das ist nämlich... Ja, was bin ich denn? Ja, das ist nämlich eine liebe Nachbarin. Ja, ja, ja. Ich bin bloß wegen die alten Schuhe. Die ist nämlich... Ja, nämlich? Die ist nämlich zum Essen eingeladen, so. Ja. So, ja. Mahlzeit. Ja. Dann wünsche ich also einen recht und guten Appetit zur Festtafel. Dankeschön. Was gibt's denn übrigens Gutes, Mutter Haberstock? Hä? Ein Braten? Und ein Fisch vielleicht? Fisch, nein, so geschlägig sind wir nicht. Nein, ja, sind uns Gnädel, sind uns lieber so sechs und der Größe. So, na ja. Hauptsache ist, wenn es schmeckt, Haberstock. Ja. Also, einen recht einen schönen Tag wünsche ich noch. Und schön. Auf Wiedersehen zusammen. Auf Wiedersehen, Herr Forstmeister. Auf Wiedersehen, Herr Forstmeister. Herr Forstmeister, wie hat das Zangerl geheißen? Pinzette. Pinzette. Gibt's wirklich keinen Fisch? Dir mache ich nachher Schneckerl in der Buttersauce. Aber am Sankt-Nimmerleins-Tag, schwing dich! So, bin ich jetzt auf einmal nicht mehr die liebe Nachbarin? Nein! Das war auch von euch nicht anders zu erwarten. Aber dem Herrn Förster, dem werden schon noch die Augen aufgehen. Ja, dem sind schon aufgegangen. Und bitte, ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Das muss ich ja sofort dem ganzen Dorf rum erzählen. Ja, das machst, Hansin. Sag's in jedem Haus, Em. Dann sparen wir uns die Verlobungskarten. Ja, das muss ich ja spüren. Oh. Oh. Aber ganz ehrlich gesagt, Schwiegermutter, Fisch hätte ich schon gern gehabt. Noch dazu, was unser... Verlobungsessen ist, nicht? Ja, unser eins kommt ja eher zum Stern, bevor es eine Forelle kennenlernt. Das fängt schon wieder an. Dieses Gott vergessen, ich leg Maul. Aber Stock, da kann ich aushelfen, Mumi. Du hast jetzt... Ich möchte halt so gerne. Ja, möcht. Da geht's, ja, macht's mal den Rucksack auf. Ja, da bin ich aber neugierig. Ja, was ist da? Raus damit. Ja, das sind ja Forellen. Jawohl. Weg mit dem Zeug, weg. Nein, wir verhungern. Der Anderl schenkt uns doch keine gestohlenen Forellen. Die sind doch ganz rechtmäßig vom Gut erworben, Haberstock. Ja. Die Stifte zum Jubiläum, zum Verlobungsessen. Ja. Jawohl. Nein, die Freude. Das Pflaster für unsere Schmerzen, gell? Ach so. Wir sind alle zwei schlimm dran. Sie haben's hint und ich hab's am Hirn. Ja, da wär's mir lieber. Aber dass ich nicht vergesse, Haberstock, was? So Pinzetten, wie der Forstmeister vorhin gesagt hat, so eine habe ich immer dabei. Na, sowas! Ja, ja. Da zieh ich mir die Kugeln aus den Patronen, wenn ich Schreckschuss mache. Ach. Und die schenke ich Ihnen, Schwiegervater. Oh, ja, Herr Förster, das ist mein schönstes Jubiläumsgeschenk. Oder noch besser, die nehmen Sie, Schwiegermutter, und behandeln ihn damit. Ja. Oh, bitte. Wenn es nämlich nicht tief sitzen, die Schrotkörnchen, nein, ist das ein Kinderspiel. Ja, ja. Windel, geh her zu mir. Wir zwei Mann, ich mache jetzt einen kleinen Spaziergang, was? Mhm. Ab heute dürfen uns die Leute ja Arm in Arm gehen sehen, ne? Ja, also, ich mache die Forellen recht gut, Mutter. Zum Mittagessen sind wir wieder da. Ja, ist schon recht.
Verlobte, Schwiegervater, Schwiegermutter, gefragt worden sie mir überhaupt nicht, gell? Ja, vor allem für so einen alten Fischfrevel wie mich. Ja, die Kinder sind halt heutzutage flinker, weißt. Ja, ja. Aber jetzt, mein lieber Michel, jetzt wirst du operiert. Von dir? Ja. Nein. Da hast du nicht gehört, der Herr Forstmeister hat gesagt, das hat bei ihm der Doktor gemacht. Aber was der Doktor kann, das kann ich auch. Los, jetzt legst du da rüber. Da geht's wieder, bist du da? Nein. Da musst du aber Obacht geben, gell? Ich tu das schon nicht weh. Da kann man vielleicht eine Blutvergiftung bringen. Jetzt sei nicht so wehleidig, komm. Ja. Au, reiß du nicht so an, du bist ein Verliebter, das ist... Au! Hörst du mal, was ist denn das für eine Musik? Das wird die Feuerwehrkapelle wieder sein. Ja, die haben wir ja ganz vergessen. Komm, steh auf. Die Operation wird verschoben. Abteilung! Halt! Rechts! Ist er jetzt da? Ah, da ist er. Komm, geh rein. Hoffentlich redet er nicht 3 Stunden. Lieber Michel, die ganze freiwillige Feuerwehr ist zu deinem Ehrentag angetreten. Ja, das ist nett. Dankeschön. Habst du die Spritzen auch dabei? Nein, warum? Wo brennst du denn? Bei mir. Ich gebe mal nach, ein dreifaches Hoch! Das muss ich ja sofort dem ganzen Dorf rum erzählen. Ja, das machst, Hansin. Sag's in jedem Haus. Ja. Dann sparen wir uns die Verlobungskarten. Ja, das muss ich ja spüren. Aber ganz ehrlich gesagt, Schwiegermutter, Fisch hätte ich schon gern gehabt. Noch dazu, was unser Verlobungsessen ist, nicht? Ja, unser Eins kommt ja eher zum Stern, bevor es eine Forelle kennenlernt. Das fängt schon wieder an. Dieses Gott vergessene Schleckmaul. Aber Stock, da kann ich aushelfen, Mami. Du hast jetzt... Ich möchte halt so gerne. Ja, möchte. Da geht's. Ja, macht mal den Rucksack auf. Ja, da bin ich aber neugierig. Ja, was ist denn da? Raus damit. Ja, das sind ja Forellen. Jawohl. Weg ja. Mit dem Zeug, weg. Nein, lieber verhungern. Der Anderl schenkt uns doch keine gestohlenen Forellen. Die sind doch ganz rechtmäßig vom Gut erworben, Haverstock. Ja. Die Stifte zum Jubiläum, zum Verlobungsessen. Ja. Jawohl. Nein, die Freude. Das Pflaster für unsere Schmerzen, gell? Ach so. Wir sind alle 2 schlimm dran. Sie haben's hint und ich hab's am Hirn. Ja, da wär's mir lieber. Aber dass ich nicht vergesse, Haverstock, was? So Pinzetten, wie der Forstmeister vorhin gesagt hat, so eine habe ich immer dabei. Na, sowas! Ja. Da ziehe ich mir die Kugeln aus den Patronen, wenn ich Schreckschuss mache. Und die schenke ich Ihnen, Schwiegervater. Oh ja, Herr Förster, das ist mein schönstes Jubiläumsgeschenk. Oder noch besser, die nehmen Sie, Schwiegermutter, und behandeln ihn damit. Ja. Oh, bitte. Wenn es nämlich nicht tief sitzen, die Schrockhandel, nein, ist das ein Kinderspiel. Ja. Bin halt gehört zu mir. Wir zwei Monate machen jetzt einen kleinen Spaziergang, was? Mhm.
Ab heute dürfen uns die Leute ja Arm in Arm gehen sehen, ne? Ja, ich mach die Forellen recht gut, Mutter. Zum Mittagessen sind wir wieder da. Ja, schon recht. Verlobte, Schwiegervater, Schwiegermutter, gefragt worden sie mir überhaupt nicht, gell? Ja, fragt sie so einen alten Fischfrevel wie mich. Ja. Die Kinder sind halt heutzutage flinker, weißt du? Ja, ja. Aber jetzt, mein lieber Michel, jetzt wirst du operiert. Von dir? Ja. Nein, da hast du nicht gehört, der Herr Forstmeister gesagt, das hat bei ihm der Doktor gemacht. Aber was der Doktor kann, das kann ich auch. Los, jetzt legst du da rüber. Da geht's runter, bist du da. Nein, da musst du aber Obacht geben, gell? Ich tu das schon nicht weh. Da kann man vielleicht eine Blutvergiftung kriegen. Jetzt ist es sei nicht so wehleid, ich komm. Au, reißt du nicht so an, du bist ein Verliebter. Au! Der Bürschel weiß gar nicht so sehr, ums Einbrechen zu tun. Sondern? Der wollte einen alten Brauch wieder aufleben lassen. Das Fenster. So, bei der alten Schreibmaschine? Nein, der hat ja bloß falsche Fenster erwischt. Der hat ja gar nicht die Buchhaltung beehren wollen, sondern die Buchhalterin. Die schlaft nämlich gleich daneben. So ein Trottel. Ja, wirklich. Pass auf, Linerl. Ich darf doch Linerl sagen. Ja, ich hab ja auch Anderl gesagt. Waren wir nicht sogar schon mal per Du? Freilich, beim letzten Maitanz. War schön, gell? Mhm. Pass auf, Linerl, schau. Jeder Mensch macht doch einmal eine Dummheit, nicht? Der eine möchte seiner Eva Forellen holen und der andere möchte eben seine Eva durchs Kammerfenster besuchen. Hast du schon irgendeinen bestimmten Verdacht? Ja. Ich habe nämlich seinen Hut gefunden. Den hat er im Spalier hängen lassen. So, du hast den? Ja, da in meiner Tasche. Ist gelungen, ja. Das, wie schaut denn der aus? So? Grün. Grün, ja, Förster Hut, ja. Ja, Förster Hut. Tatsächlich, ja. Du, Buchstaben sind auch drin. Ach, das ist nicht wichtig. Ja, da zum Beispiel A, G. Das könnte doch direkt Andreas Gruber heißen. Auch, ja. Darf ich mal probieren, ja? Mhm. Du, schau her, der passt mir wie angegossen. Man soll es nicht glauben. Ja, Linerl, was denn der Hut kosten so ungefähr? Den verkaufe ich nicht. Mir auch nicht? Nein. Höchstens, dass ich ihn einmal vertausche. Rita, das ist eine ganz gute Idee. Ich gebe dir dann dafür die alten Schuhe, die ich am Rötengrund gefunden habe. Einverstanden? Unter einer Bedingung, dass nie wieder einer bei mir das Fenster probiert. Nie. Ich warte jetzt immer gleich rund vor der Haustür, weil der Spalier so schwach ist. Du, ich habe aber auch eine Bedingung, dass nie wieder jemand auf Forellenfang geht. Einverstanden. Gern zu mir. Halt, erst ein Gegenwert. Ja, gern, Linerl. Ich meine doch den greifbaren Gegenwert. Ach so, die Schuhe. Ja. Die hol ich dir gleich rein, Moment. Vater, Mutter, seid's da? Ja. Ja, geh kurz rein. Gott sei Dank, es ist alles wieder in Ordnung. Ja, hast es wieder gekriegt, Mann. Ja. Und es erfährt niemand was. Reine Familienangelegenheit. Oh. Siehst du, Haverstock, was ich immer sag, die Bildung ist schon was wert. Das Madel ist 10-mal gerissener wie mir. Ja, wenn's gegen Menschen Herzen was hätte, wär's mir lieber. Ja, mei, einen Balsam hätte ich schon da, aber der. Das nicht schreiben, der. Das vergeht schon wieder. Geht schon wieder. Ich mach das Geschmier nicht. Du bist aber komisch heute. Na ja, lass ihm halt seinen Kopf. Er ist halt ein bisschen durcheinander, gell? Ja. Ja, was ich dich fragen wollte, Lina, sag mal, wie steht's denn eigentlich mit dem Förster Gruber? Hat er da schon einen Antrag gemacht? Ja, er schon, aber ich hab ihn noch nicht ja gesagt. Ja, geh Madl, versündige dich nicht. Das ist ein Beamter. Da kriegst du mal eine schöne Witwenpension. Warum schaut der so aus, wie wenn er gleich nach der Hochzeit ins Gras beißen müsste? Naja, das nicht. Man sagt halt so. Und dann ist er ein Vorgesetzter und kann dein Vater protestieren? Ach, protestieren meinst du? Mutter, das braucht's doch gar nicht. Der Förster Gruber und der Forstmeister Link, die wissen alle zwei ganz genau, was sie am Vater haben. Ja? Die wissen schon, die wissen schon. Ich sag dir was ins Wort, dass der Vater nicht hört.
einen Titel. Nein, so eine Überraschung. Au. Mein Vater ist so schlimm. Ist noch schlimmer. Na du, dann lauf ich doch schnell um den Balsam. Hört mal, was ist denn da für Musik? Hör doch mit deiner Malefizwuselerei auf, dass man was hört. Die Feuerwehrkapelle! Vater, das ist eine Ehrung für dich. Jetzt reiß die zusammen, Haberstock. Ja, Kinder verlachen. Jetzt schwenkt schon aufs Haus ein. Abteilung! Halt! Recht! Bitte! Der Bergmeier ist eben als Hauptmann. Ja, Tansin muss natürlich auch dabei sein. Morgen, wenn es erlaubt ist, komme ich gleich rein. Ist schon recht. Ja. Ich lasse mich nicht sehen, die Feuerwehr soll wieder abmarschieren. Vater, das geht doch nicht. Das geht schon von mir, da sagt sie was alles. Das ist mir geil. Ja. Hochverehrter Jubilar. 25 Jahre im Holstraus, das ist ja schon ein ganz beachtlich. Ja, wo ist er denn eigentlich, der Miege? Er ist noch nicht parat. Yes. Ein Hexenschuss hat er bei. Ja, leider. Ich muss jetzt gerade Medizin holen zum Einreiben. Und der Vater, lass bitten, ihr sollt ihn halt entschuldigen. Ja. In einer halben Stunde ist gewiss soweit. Ja, so ein Pech. Natürlich kommen wir dann in einer halben Stunde wieder. Ja, sei so gut, Bergmeier. Und sagst ihm dabei, ich lasse ihm gute Besserung wünschen. Ja, danke schön. Danke schön. So, jetzt hat er auf einmal einen Hexenschuss. Hat er den aus dem Dorf gebracht? Ich denke, dass der Jubilar verhindert ist, weil ihm die Hexe eingeschossen ist. Und folgendessen, das Überleben erst in einer halben Stunde lang geht, Stillstand! Recht! Marsch! Essen einklaben, so, ja. Ja. Mahlzeit. Ja. Dann wünsche ich also einen recht und guten Appetit zur Festtafel. Dankeschön. Was gibt's denn übrigens Gutes, Mutter Haberstock? Hä? Ein Braten und ein Fisch vielleicht? Fisch, nein, so geschmeckig sind wir nicht. Nein, das sind uns Gnädel, sind uns lieber so sechs und der Größe. So, na ja. Hauptsache ist, wenn es schmeckt, Haberstock. Ja. Also, einen recht einen schönen Tag wünsche ich noch. Dankeschön. Und auf Wiedersehen zusammen. Auf Wiedersehen, Herr Forstmeister. Auf Wiedersehen, Herr Forstmeister. Herr Forstmeister, wie hat das Zangerl geheißen? Pinzette. Pinzette. Gibt's wirklich keinen Fisch? Dir mache ich nachher Schneckerl in der Buttersauce. Aber am St. Nimmerleinstag, schwing dich! So, bin ich jetzt auf einmal nicht mehr die liebe Nachbarin? Nein! Das war auch von euch nicht anders zu erwarten. Aber dem Herrn Förster, dem werden schon noch die Augen aufgehen. Ja, dem sind schon aufgegangen. Und bitte, ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Das muss ich ja sofort dem ganzen Dorf rum erzählen. Ja, das machst, Hansin. Sag's in jedem Haus ein. Dann sparen wir uns die Verlobungskarten. Ja, das muss ich ja spüren. Oh. Aber ganz ehrlich gesagt, Schwiegermutter, Fisch hätte ich schon gern gehabt. Noch dazu, was unser... Verlobungsessen ist, nicht? Ja, unser eins kommt ja eher zum Stern, bevor es eine Forelle kennenlernt. Das fängt schon wieder an. Dieses Gott vergessene Schleckmaul. Aber Stock, da kann ich aushelfen, Mumi. Du hast jetzt... Ich möchte halt so gerne. Ja, möchte. Da geht's. Ja, macht mal den Rucksack auf. Ja, da bin ich aber neugierig. Ja, da. Raus damit. Ja! Das sind ja Forellen! Jawohl! Weg mit dem Zeug, weg! Nein! Lieber verhungern! Der Anderl schenkt uns doch keine gestohlenen Forellen! Die sind doch ganz rechtmäßig vom Gut erworben, Haberstock. Ja. Die Stifte zum Jubiläums- und Verlobungsessen. Ja. Jawohl! Nein, die Freude! Das Pflaster für unsere Schmerzen, gell? Ach so. Wir sind alle zwei schlimm dran. Sie haben's hint und ich hab's am Hirn. Ja, da wär's mir lieber. Aber dass ich nicht vergesse, Haberstock. Was? So Pinzetten, wie der Forstmeister vorhin gesagt hat, so eine habe ich immer dabei. Na, sowas! Ja, ja. Da ziehe ich mir die Kugeln aus den Patronen, wenn ich Schreckschuss mache. Und die schenke ich Ihnen, Schwiegervater. Oh, ja, Herr Förster, das ist mein schönstes Jubiläumsgeschenk. Oder noch besser, die nehmen Sie, Schwiegermutter, und behandeln ihn damit. Ja. Oh, bitte einfach. Wenn es nämlich nicht tief sitzen, die Schrockhandeln, nein, ist das ein Kinderspiel. Ja, ja. Bin halt gehört zu mir.
Wir zwei, meine, machen jetzt einen kleinen Spaziergang, was? Mhm. Und ich zweifle auch gar nicht an seinem guten Willen. Aber in der Angelegenheit möchte ich ihn vorläufig lieber noch nicht bemühen. Wollen Sie den Platz nehmen, Herr Forstmeister? Ja. Herr Haberstock, okay. Sie müssen entschuldigen, aber ich habe selber Besuch daheim. Aber dann werden Sie wenigstens im Stehen ein Stamperl mit uns trinken, ja? Das sage ich nicht, nein, das tue ich gern. Aber ich schenke dir so. Von wem denn? Von Wiener. So. Ah, da schau her. Wohl bekomm's. Also, Haberstock, auf weitere gute Arbeit und Dienstleistung. Prost. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich über Sie, mein lieber Haberstock. No, was ist denn? Was haben Sie denn? Brennt der Schnaps oder sowas? Na, brennen tut die. Der Hexenschuss. Ausgerechnet heute hat er sich einen Hexenschuss zugezogen. Oh, das ist aber unangenehm. Ja. Sehr unangenehm. Ja. Aber ich sage Ihnen, Haberstock, immer noch besser ein Hexenschuss als ein Schrotschuss. Wie kommen Sie da drauf? Ja, da kann ich ein Lied davon singen. Erinnern Sie sich nicht mehr vor ungefähr 5 Jahren? Da hat mich doch so ein verflixter Sonntagsjäger bei einer Treibjagd erwischt und ausgerechnet ins verlängerte Rückenende. Nee. Oh, Sie, ich kann Ihnen sagen, tagelang nicht sitzen können und immer nur am Bauch liegen. Ha, oh, Pfui Teufel. Ja, Pfui Teufel, kann man sagen. Waren das bei Ihnen auch Simnerschrot? Wieso auch? Ja, die hat man doch meistens. Ja, aber die nimmt man doch bloß zur Hühnerjagd, Haberstock. Was haben jetzt Sie dagegen getan, Herr Forstmeister? Na ja, der Doktor hat mal die Schrotkügel mit der Pinzette rausgezogen. So. Mit der Pinz was? Mit einer Pinzette. Das haben Sie doch sicher mal gesehen. Das ist so ein kleines Zangerl, das vorn zugespitzt ist, mit dem man Fremdkörper aus der Haut rauszieht. Aber, Haberstock, gegen Ihren Hexenschuss, da rate ich Ihnen zu warmen Umschlägen. Ja. Ja. Also. Und dann wünsche ich Ihnen also gute Besserung. Dankeschön. Und auf Wiedersehen zusammen. Also bleib es wirklich nicht da, nicht ein bisschen hinsetzen. Frau Haberstock, es tut mir furchtbar leid, aber wie gesagt, ich habe selber Hausherrnpflichten. Ja. Ich glaube, der Herr Förster Gruber wird mich ja würdig vertreten bei der kleinen Familienfeier, was? Wird gemacht, Herr Forstmeister. Vorausgesetzt natürlich, dass das Fräulein Lina damit einverstanden ist. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube auch. Ja, meine Herrschaften, ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich empfehlen. Ja. Meine Frau wartet schon. Gut, Herr, es längst wieder einmal ein paar Stiefel hinten ausschmeißen. Und dann schaust du erst, ob kein Kopf im Weg ist. Wirft mich die glatt K.O. Ah, die hat vorher geschrien. Ja, bist jetzt du nicht stark. Ah, das ist wohl schon der erste Familienbesuch, was? Ja, das ist nämlich... Ja, was bin ich denn? Ja, das ist nämlich eine liebe Nachbarin. Ja, ja, ja. Ich bin bloß wegen die alten Schuhe. Die ist nämlich... Ja, nämlich? Die ist nämlich zu meinem Gott, jetzt heult das Mannsbild auch noch. Erzähl doch lieber, was war denn eigentlich? Da fragt ihr noch, was war denn noch? Die halbe der Nacht bist mir in die Ohren gegangen. Du hast doch zu mir gesagt, geh unter den Rüttenbach und hol dir ein paar Forellen. Ja. Was ist dabei? Hast du gesagt, wenn du Mittag zu deinem Jubiläum Forellen hast? Ja. Hast du das nicht gesagt? Ja. Ja, wo hast du denn deine Forellen? Wo hast du denn? 25 Jahre lang habe ich kein Staubkörnel fremdes Eigentum angerührt. Und jetzt auf meine alten Tage muss ich noch... Ja, jetzt musst du vor allem einmal umziehen, bevor die Gratulanten kommen. Jetzt sitzt die in dem... Au! Was ist denn? Um Gottes Willen, was hast du denn? Ja, was ist denn? Angeschossen bin ich. Was? Angeschossen? Ich habe eine ganze Ladung Schrot im Hinterquartier. Okay, Michel, du fantasierst ja, ja, wer sollte denn angeschossen haben? Du fährst der Gruber. Um Gottes Willen, der Gruber? Ja, jetzt zieh dich nur gleich um. Wenn der kommt, dann tät dich ja so sehen, wie es da ausschaut. Oh, das brennt, sag ich, da hast du gehört. Und so schön hat er mich getroffen. Jesus, ich bin gleich so aufgeregt. Und frieren wird's mir wieder nach der Schullehrer. Ja. Sag einmal, hat er dich kennt? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er meine Schuhe kennt. Ja, warum? Hat er die gefunden? Wahrscheinlich. Ja, um Gottes Willen. Oh, brennt die. Ah! Oh! Nutz du doch nicht das so. Bist denn du verrückt? Dass na ja, dann musst du halt selber was dazu weh, tun. Wie weh das tut. Ja. Na, das brennt ja bei jeder Bewegung. Du musst doch halt helfen. Na! Das machen wir selber. Du darfst nicht hinkommen. Ah! Ah! Da mal Strümpfe, da mal Strümpfe. Ja.
Du bist weh. So. Dein Fuß her. Komm. Da. Du, die Hexina! Das ist süßes Haar. Gib doch rüber. Du bist ein Narr. Entschuldige, ja, mein. Und auch entschuldige, sonst. Aber auch nicht dran denkt. Was ist mit der Hansin? Die hat dich gesehen, wie du fort bist. So ist recht. Ja. Ihr rast aus diesem ganzen Dorf umeinander, verstehst du? Ich sag ja, na. Die Stellung hin, der Name hin, dahinter ist auch hin. Na. Ja, jetzt wein nicht. Ja, da bist du nicht. Erzähl lieber, warum bist du denn so lang nicht heimgekommen? Wenn ich doch am Bachrin, am Bachrand hab liegen müssen am Bauch. Ja, warum denn? Weil ich hinten nicht liegen hab können. Warum? Na. Die Stellung hin, der Name hin, dahinter ist auch hin. Na. Ja, jetzt wein nicht. Ja, da willst du gut. Erzähl lieber, warum bist du denn so lang nicht heimgekommen? Wenn ich doch am Bachrin, am Bachrand hab liegen müssen am Bauch. Ja, warum denn? Weil ich hinten nicht liegen hab können. Warum fragst du noch nicht? Reiß ja. Nicht so umeinander. So ist noch mal zu her. Ja. Oh, verrecke du das weh. Oh. So. Ja, also jetzt erzähl weiter. Warum bist du denn da so lang drin? Ja, weil ich gemeint habe, dass ich doch noch zu meinen Schuhen komme, nicht? Ich hab's doch ausziehen müssen, wie ich in Redenbach reingestiegen bin. Dann hast du es nicht mehr gekriegt. Na, wenn doch der Gruber im Dick ist drin auf mich. Glauert hat, nicht? Nein. Ob ich die Schuhe nicht wiederhole. Ja, und dann? Dann wird sie ja mitgenommen haben, wahrscheinlich. Ich habe nicht mehr so lange warten können, es ist ja schon da geworden. So, Schluck mal. Ach, ist drin. Ja, und erzähl weiter, und dann? Und dann fragt sie mich, dann bin ich heute im Bach runtergeschwommen, in den Hundstapper, nicht? Verstehst du? Bis zu der Wiesen vom Peter. Und über die Wiesen bin ich dann so nie gerobbt. Aha. Dabei hat er gestern erst gurgelt. Ah, drum. Alles auf dem Bauch, verstehst? Wie ein Wurm bei jeder Bewegung hätte ich schreien können. Nein, das ist ja ein Morgsell und kein Förster. Aha. Auf einen lebendigen Menschen schießen und noch dazu auf einen künftigen Schwiegervater. Ja, sie als Schwiegervater, mein Lieber, der sucht sich als Beamter einen anderen Schwiegervater. Kein solchen, der wo ein Spitzbub ist, nicht? Jetzt haben wir das Glück vom Mädel auch noch zerstört. Und schuld bist du! Du Verein, Eva, du! Potifar, du! Na ja, jetzt fang dich nur wieder. Kann er nicht wissen, dass du so saudum anstehst. Ja, saudum anstehst. Red doch nicht daher, ich hätte nicht aus dem Bach rauskommen sollen, ohne dass mich wer sieht. Na ja. Hätte ja Unterseeboot gebracht. Ach, geht ums Geschwätz. Besser schauen? Ja, schauen. Schauen, sagst du, wenn sie dir von hinten an mich herangeschlichen hat, kann ich doch nicht schauen. Ich habe hinten keine Augen. Andere stehen auch und werden nicht erwischt. Ja, ich habe ja kein Geschick zur Lamperei. Mein Leben lang, ehrlich. Ja. Wird schon nicht so nah daherkommen, sei das ein bisschen schrot. Ich habe manchmal ein Gemüt wie ein Metzgerhund. Ja, ich glaube schon, dass es kein Vergnügen ist, aber ich kenne dich doch, wenn dir was fehlt, du übertreibst doch immer. Ich übertreibe. Michel, was? Da kommt unser Lina. So ist recht. Erst Nachmittag. Hey, du nimmst das aber genau. Also, Therese, jetzt ruf einmal deinen Herrn Gemahl, dass ich ihm zu seinem Jubiläum gratulieren kann, dem Herrn Forstgehilfen Haverstock. Schlafzimmer kann ich doch nicht gut hineingehen, ne? Ja, er ist nicht da. Nicht da? Ja. So, wo ist er denn dann? Na, ja, er hat halt noch was im Dorf zu tun, ne? Im Dorf, ja, was nicht sagst. Na ja, ist denn das so sonderbar? An seinem Ehrentag, in der Früh schon, da ist er gar im Werktagsgewand weggegangen. Woher willst du denn das wissen? Na da, liegt doch sein Sonntagsanzug, ne? Also, Hansin, das Rumspionieren, das schickt sich nicht. Ja, wie blöd heulst du mich eigentlich, ha?
Ich soll glauben, dass er an seinem Jubiläum im Arbeitsgewand ins Dorf gegangen ist. Das macht da jeder nach seinem Geschmack, verstanden? Ach, so ist recht. Bei euch kriegt man noch Grobheiten, wenn man zum Gratulieren kommt und fragt, wo der Herr Jubilar steckt. Dankeschön. Na ja, ich bin halt ein bisschen nervös. Das musst du doch verstehen. Jetzt nimm's nicht in übel und tu die Blumen her, damit sie in das Wasser kommen. Weißt du das Neueste schon? Ja, was Neues wie du, gewiss nicht. Heute Nacht hätte ihm gut einer einsteigen wollen. Ins Büro. Nein. Ja, woher willst du das wissen? Vom Gärtner. Am Spalier ist der Einbrecher aufgeraxelt. Aber das ist gebrochen und er ist runtergefallen. So. Na ja, da werde ich dann von meiner Lina schon Näheres hören. Natürlich, wo doch ihr Zimmer direkt neben dem Büro ist. Ne? Ich muss schon sagen, rausgemacht hat sich eure Tochter. A la Bonheur. Jetzt ist sie sogar Buchhalterin am Gut, gell? Na ja, wir haben ja auch was lernen lassen. Hat Geld genug gekostet? Ja, wo es nur gerade herkommen ist. Vom Sparen? Oder hast vielleicht gemeint, wir haben es gestohlen? Aber nein, wer sagt denn sowas? Na, dein Mikl hat sich sein Leben lang gearbeitet genug. Ja. Ich gönne ihm weiß Gott seinen Ehrentag. Aber sag mal, ist er vielleicht noch gar nicht heimkommen? Ja, was heißt denn das nicht heimkommen? Ich hab dir doch gesagt, dass er noch im Dorf zu tun hat. So, Teres, mir brauchst du das nicht erzählen. Ist doch bei Nacht und Nebel schon fort. Ah, red doch nicht so saudummes Zeug daher. Mir magst du nix vor, meine Liebe. Weißt du, ich hab heute Nacht schlecht geschlafen. Dann hab ich hinausgeschaut und hab ich zufällig gesehen, wie dein Michel am Gartenzahn aufgeschlichen ist. Mein Mann, geschlichen? Da lacht ja eine Kuh. Der Forstmeister. Ja, da schon, der Herr Gruber ist auch schon da. Ah, zufällig. Gut. Der Forstmeister. Mein lieber Haverstock, es ist mir eine Ehre und eine Freude, Ihnen im Namen der Forstverwaltung zu Ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum von ganzem Herzen Glück zu wünschen. Ihre Arbeit ist wahrhafter Dienst am Staat gewesen. Ausgezeichnet, nicht zuletzt durch eine vorbildliche Treue und durch eine kaum zu überbietende Ehrlichkeit im Großen wie im Kleinsten. Solche Männer brauchen wir, Haverstock. Und wenn jeder Beamte so denkt und handelt, dann kann es im Staat nicht fehlen. Für Ihre Verdienste dankt Ihnen heute die Forstverwaltung durch die Verleihung des Dienstprädikats Oberforstgehilfe. Hier ist die Urkunde, mein lieber Haverstock. Nein, so schön und so feierlich. Herr Gott, Haverstock redet halt auch was. Ja, dann sag ich halt auch so viel. Das Mannsbild ist so maulfaul. Also, Herr Forstmeister, an die schöne Rede, da werden wir denken. Und mein Haverstock, der weiß schon, was sie gehört. Der hat schon so manchen Vorgesetzten eingraben. Was? Ja, und wenn es bei Ihnen auch einmal so weit ist, also da können Sie auf ihn zählen. Das ist zwar ein sehr tröstlicher Gedanke und ich zweifle auch gar nicht an seinem guten Willen, aber in der Angelegenheit möchte ich ihn vorläufig lieber noch nicht bemühen. Wollen Sie den Platz nehmen, Herr Forstmeister? Ja. Herr Haverstock, okay. Sie müssen entschuldigen, aber ich habe selber Besuch daheim. Aber dann werden Sie wenigstens im Stehen ein Stamperl mit uns trinken, ja? Das sage ich nicht, nein, das tue ich gern. Habe ich geschenkt dir. So, von wem denn? Von Wiener. So. Ah, da schon her. Wohl bekomm's. Also, Haverstock, auf weitere gute Arbeit und Dienstleistung. Prost. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich über Sie, mein lieber Haverstock. No, was ist denn? Was haben Sie denn? Brennt der Schnaps oder sowas? Na, brennen tut die. Der Hexenschuss. Ausgerechnet heute hat er sich einen Hexenschuss zugezogen. Oh, das ist aber unangenehm. Ja. Sehr unangenehm. Ja. Aber ich sage Ihnen, Haverstock, immer noch besser ein Hexenschuss als ein Schrotschuss. Ja. Wie kommen Sie da drauf? Ja, da kann ich ein Lied davon singen.
Erinnern Sie sich nicht mehr, vor ungefähr 5 Jahren, da hat mich doch so ein verflixter Sonntagsjäger bei einer Treibjagd erwischt und ausgerechnet ins verlängerte Rückenende. Letzten 1 Gramm. Was? Ja, und wenn es bei Ihnen auch einmal so weit ist, also da können Sie auf ihn zählen. Das ist zwar ein sehr tröstlicher Gedanke und ich zweifle auch gar nicht an seinem guten Willen, aber in der Angelegenheit möchte ich ihn vorläufig lieber noch nicht bemühen. Wollen Sie den Platz nehmen, Herr Forstmeister? Ja. Herr Haberstock, okay. Sie müssen entschuldigen, aber ich habe selber Besuch daheim. Aber dann werden Sie wenigstens im Stehen ein Stamperl mit uns trinken, ja? Das sage ich nicht, nein, das tue ich gern. Aber ich schenke dir so. Von wem denn? Vom Wiener. So. Ah, da schau her. Wohl bekomm's. Also, Haberstock, auf weitere gute Arbeit und Dienstleistung. Prost. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich über Sie, mein lieber Haberstock. Oh, was ist denn? Was haben Sie denn? Brennt der Schnaps oder sowas? Na, brennen tut die. Der Hexenschuss. Ausgerechnet heute hat er sich einen Hexenschuss zugezogen. Oh, das ist aber unangenehm. Ja. Sehr unangenehm. Ja. Aber ich sage Ihnen, Haberstock, immer noch besser ein Hexenschuss als ein Schrotschuss. Ja. Wie kommen Sie da drauf? Ja, da kann ich ein Lied davon singen. Erinnern Sie sich nicht mehr, vor ungefähr 5 Jahren, da hat mich doch so ein verflixter Sonntagsjäger bei einer Treibjagd erwischt und ausgerechnet ins verlängerte Rückenende. Ja. Oh, Sie, ich kann Ihnen sagen, tagelang nicht sitzen können und immer nur am Bauch liegen. Ha, oh, Pfui Teufel. Ja, Pfui Teufel, kann man sagen. Ja, waren das bei Ihnen auch Simnerschrot? Wieso auch? Ja, die hat man doch meistens. Ja, aber die nimmt man doch bloß zur Hühnerjagd, Haberstock. Was haben jetzt Sie dagegen getan, Herr Forstmeister? Na ja, der Doktor hat mal die Schrotkügel mit der Pinzette rausgezogen. So. Mit der Pinz was? Mit einer Pinzette. Das haben Sie doch sicher mal gesehen. Das ist so ein kleines Zangerl, das vorn zugespitzt ist, mit dem man Fremdkörper aus der Haut rauszieht. Mhm. Aber, Haberstock, gegen Ihren Hexenschuss, da rate ich Ihnen zu warmen Umschlägen. Ja. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen also gute Besserung. Dankeschön. Und auf Wiedersehen zusammen. Also bleib es wirklich nicht da, nicht ein bisschen hinsetzen. Frau Haberstock, es tut mir furchtbar leid, aber wie gesagt, ich habe selber Hausherrnpflichten. Ich glaube, der Herr Förster Gruber wird mich ja würdig vertreten bei der kleinen Familienfeier, was? Wird gemacht, Herr Forstmeister. Vorausgesetzt natürlich, dass das Fräulein Lina damit einverstanden ist. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube auch. Ja, meine Herrschaften, ich glaube, ich muss mich jetzt wirklich empfehlen. Ja. Meine Frau wartet schon. Gut, Herres, wenn du wieder einmal ein paar Stiefel hinten ausschmeißen, dann schaust du erst, ob kein Kopf im Weg ist. Wirft mich die glatt K.O. Ah, die hat vorher geschrien. Ja, bist jetzt du nicht stark. Ah, das ist wohl schon der erste Familienbesuch. Komm doch raus, wegen mir brauchst du doch nicht Toilette machen. Ja, also innerlich. Ja. Lienerli ist da, ja, so eine Überraschung. Als erste gratulieren. Aber okay, geht, das brauchst du nicht, Lienerli. Ja, Freilich, das wäre noch schöner. Also, Vater, ich gratuliere dir von Herzen zu deinem Dienstjubiläum. Ja. Bin zwar recht stolz auf dich. Hm? Auf dem Gut sagen sie einmal, der Haberstock, der ist heute in Ordnung. Bei dem stimmt's hinten und vorn. Ja, hin stimmt's nimmer. Und das dein Humor balzt, gell? Ja. Und bleib halt weiter so gesund. Ja, gesund bleiben und Humor. Und du, ich freue mich so viel, ich muss dir direkt ein Puzzle geben. Was hast du denn? Die Freude ist das, ja. So. Und dass ich nicht mit leeren Händen komme, da bringe ich dir eine Flasche Enzian. Ah, okay, Lina. Das ist für die innere Erwärmung. Die ist schon weg. Und da schenke ich dir eine Wolldecken. Die ist nachher für die äußere Erwärmung, wenn du den Nachmittag schlafen machst. Aber Lina, oh, die ist schön flauschig. Echt Kamelhaar? Ja. Na, passt zu mir. Ach, Lienerle, mei. Du bist aber gespassig heute. So betrügt. Ist was? Na, der tut nur so. Der Herr wehleidig. Du, die ist aber wirklich schön, die Decken. Hast du eine Gehaltszulage gekriegt? Da brauche ich doch keine Zulage. Ihr habt mich doch sparsam und ehrlich erzogen. Dich schon, Lienerle, dich schon. Du redest bloß nicht aus, dass du was hast. Nein. Ich kenn dich doch. Nein. Ist dir nicht gut? Doch, ja. Warum stehst du denn dann so verloren rum? Setzen wir uns doch. Nein.
Das kann ich nicht. Du kannst nicht, warum? Nein. Ja, ein Dings hat er halt, ein Hexenschuss. Ein Schuss habe ich, ja. Ach so, ja. Ja, warum macht's denn das so geheimnisvoll? Das ist doch kein Schand. Ja, ja, der Hexenschuss nicht. Du, soll ich einen Doktor holen? Nein, er braucht nicht alles. Nein, mach keinen Doktor. Ja, du, vielleicht sollte man dich aber mit dem Balsam einreimen. Du, ich hab ihn gut drin, ich brauch nur bloß nein, holen. Nein, nix reim. Das vergeht schon wieder. Ich mach das Geschmier nicht. Du bist aber komisch heute. Na ja, lass ihm halt seinen Kopf. Er ist halt ein bisschen durcheinander, gell? Ja. Ja, was ich dich fragen wollte, Lina, sag mal, wie steht's denn eigentlich mit dem Förster Gruber? Hat er da schon einen Antrag gemacht? Ja, er schon, aber ich hab ihn noch nicht ja gesagt. Ja, geh Madl, versündige dich nicht. Das ist ein Beamter. Da kriegst du mal eine schöne Witwenpension. Warum schaut der so aus, wie wenn er gleich nach der Hochzeit ins Gras beißen müsste? Naja, das nicht. Man sagt halt so.